Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo, wir sind auf dem MPS in Oehlendorf und ich zeige dir gleich ein paar schöne Aufnahmen. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video losgeht, ein paar kleine Worte. Ich bin auf ein paar Sachen hingewiesen worden, die andere lieber gern mal sehen würden, die ich vielleicht weniger gefilmt habe. Das sind zum Beispiel Stände und natürlich auch Künstler. Das Problem ist, Künstler kann ich meistens nicht filmen, weil ich dafür nicht die Erlaubnis kriege. Aber Stände kann ich euch gern mal ein paar mehr filmen. Vor allem auch den Tschechen mit seinen Waffen oder solche Geschichten, dass man mal ein bisschen mehr Eindruck bekommt, was es überhaupt gibt, handwerklich. Und ja, da werde ich morgen mehr darauf achten, dass ihr mehr davon sehen könnt. Ja, wir haben jetzt Freitag, also Aufbautag, noch komplett ohne Gäste. Nur die Darsteller, Bühnenleute, Verkäufer und halt die Herlager sind da. Und ja, ich führe euch erstmal durch unser Lager ein bisschen durch, erzähle euch ein bisschen was dazu. Und dann sehen wir uns morgen Samstag also wieder. Und da werde ich euch dann einiges zeigen. Bis dann.
Ich habe es natürlich wieder mal geschafft, die Kamera anzulassen, so dass ich mir einen von zwei Akkus komplett erstmal zerschossen habe. Und da werde ich schon wieder angeschnackt, ja, junger Mann. Wo können wir denn Trinkwasser bekommen? Trinkwasser bekommen wir bei den Toiletten hinten. Da, über dem Hügel. Ah, da so, ja, dahinter. Okay. Kümmere ich mich drauf. Super. So, da hinten ist die MPS-Bühne. Ihr seht, hier fahren noch Handwerker durch und sonst irgendwas. Ja, Freitagabend. Ja. Und zwar direkt den gegenüber von der MPS-Bühne, den kleinen Hügel rüber und dann hier am Abhang. Sehr schön, also das da zum Beispiel ist ein sehr großes Herlager. Die haben sich aber auch zusammengeschlossen, das sind mehrere. Sieht hübsch aus. Ich mag besonders da vorne, vielleicht kann ich das, ja. Schön angeordnet, die Dreieckszelte, Wiki-Zelte, wunderbar. Und dann zeige ich euch mal unser Lager. Und das ist da unten. Ihr seht auch unser Banner. Und ja, dann führe ich euch gleich mal runter. So, der Bereich hier vorne, das ist unser Lager. Ja, haben wir schön aufgebaut. Ja, das ist irgend so ein Depp, den schneide ich dann raus. Kein Problem, den kenne ich nicht. Vorne eine Feuerschale, hinten noch eine für Licht und Atmosphäre. Und hier die Absperrung. Hier haben wir einen schönen Feuerhaufen gebaut, wo wir dann unser Feuerholz trocknen. Und hier, kleiner Tipp vielleicht für alle, die das auch mal machen wollen. Wir sind ganz einfach, wie heißen die? Mel, wie heißt das, wo wir waren, um das Holz zu holen? Ein Sägewerk, genau, ich meine ein Sägewerk, danke. Genau, also Restholz könnt ihr relativ günstig in einem Sägewerk bekommen. Und das hier ist eine kleine Hundehütte, die wir, naja, ich nicht, die handwerklich begabt sind, von uns, gemacht haben. Genau, klopfen wir auf den Rücken, damit ich mich mega erschrecke und die Kamera fallen lasse. Da, der war's. Hi. Hi. Ja, eine kleine Hundehütte. Und hier seht ihr unsere Zelte. Das hier ist jetzt zum Beispiel privat mal meins. Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, das wird ein schöner, entspannter Abend. Ich fürchte, dagegen gibt es keine Kritik. Ja. Gegen was? Gegen Albo? Nee. Nee, gegen mein Zettel. Achso, Albo? Gibt es noch irgendwie eine Besprechung? Ist das schon wieder so?